grüß euch. Ich sitze da in der Küche und trinke endlich wieder meinen geliebten Grassaft, der so etwas Ähnliches wie eine Creme hat, da habe ich das separat aufgenommen. Wie ich den Grassaft mache, zeige ich in einem separaten Video. Ich finde den auf diese Weise wirklich echt gut. Aber wieso endlich wieder? Ja, ich hatte mir Anfang Mai einen Mittelfußknochen gebrochen. Noch einmal zurück. Ja, so sah das aus. So einen schweren Gips. Ich habe mir noch nie etwas gebrochen, hatte ich. Und leider ist bei der Behandlung in der Ambulanz etwas schief gelaufen und ich musste dann später doch operiert werden. So kam ich einige Zeit gar nicht in den Garten hinein, um zum Beispiel Erdbeeren oder andere Beeren oder Malven zu holen, weil mit dem Gips ging das gar nicht. Mein lieber Mann, der ging für mich in den Garten und holte mir einiges. Und hier seht ihr die Enten, die ich auch schon zuletzt zeigte. Das war dann schon kurz bevor sie beim Fluss blieben, beziehungsweise das Weibchen dann nachher. Hier waren sie noch einmal gemeinsam bei uns und beschwerten sich, dass nicht noch etwas nachgefüttert wurde. Denn nach einiger Zeit kamen sie doch etwas seltener und wir dachten uns schon, jetzt haben sie vielleicht schon die Eier gelegt. Hier war es aber noch nicht so weit und die zwei waren auch gar nicht mehr scheu. Am Anfang hat ja immer zuerst das Weibchen ganz viel gefressen und das Männchen hat nachgeschaut, aber das hält sich jetzt auch nicht mehr so zurück und hat dann auch ganz eifrig schnapuliert. Die Enten waren anscheinend sehr dankbar oder es war dann wirklich schon recht rasch und recht bald reif für die Eier, denn bald darauf, hinten, dort wo diese Wasserschüssel steht, dort watschelten die zwei dann immer hin, nachdem sie gegessen hatten, lag dann plötzlich ein Ei. Ja, das ist kein gekauftes Hühnerei, das war ein richtiges Entenei. Wir haben es natürlich nicht angegriffen und haben uns gedacht, hat es jetzt da irrtümlich das Ei hergelegt oder kommt da noch was dazu? Oder war es ein Geschenk von den Enten? Ja, keine Ahnung. Nach einiger Zeit aß aber ein anderes Tier anscheinend das Ei, weil es war dann aufgepeckt. Das sind ein paar Radieschen aus dem Garten. Hier meine geliebten weißen Grapefruits. Ich habe mir mangels Einkaufen von den Versendern etwas schicken lassen. Hier zum Beispiel eine Durian. Also eine Packung, das ist jetzt nicht so ganz besonders viel, ist ja doch eine Fettfrucht. Und als ich dann doch operiert werden musste, nahm ich ein bisschen Rohkostprotein mit und bekam dort doch glatt wirklich sehr gute Beeren und sehr gute Mangostücke. Später dann habe ich mir noch einmal etwas schicken lassen, hier die Safus, Kokosnüsse, ein paar Avocados, die auch mein Mann gern isst und Algen, hier Aonori. Ich habe eigentlich zuerst geglaubt, es sind Nori, aber diese hier schauen doch etwas anders aus, sind ganz flockig. Die habe ich dann auch beim Rohkost-Potluck in meinem Garten gezeigt und zum Verkosten weitergegeben. Die Ananas habe ich mir genommen, weil ich gelesen habe, dass die Enzyme auch sehr gut sind für die Knochenheilung und die Safus sind sowieso eine Köstlichkeit. Diesmal habe ich die Früchte alle in den Kühlschrank gegeben, weil es doch recht heiß war. Allerdings habe ich den Kühlschrank sehr mild geschalten. Ja, und hier ein paar Eindrücke vom Treffen. Das sind die Erdbeeren vom Biobauern Binder, der in Stockerau seinen Hof hat. Also ganz tolle. Und ja, die schmecken sehr süß, die sind gut. Die Äpfel da vorne, die sind auch von demselben Bauern. Das sind also die Brebeeren, Topas und Gala. Aber ich weiß, das sind aber die Brebeeren, aber welche die Gala und welche die Topas sind, weiß ich nicht. Okay, du isst da schon dein eigenes, aber das ist was eigenes. Ja, das ist Leinsamen, Buchweizen und Banane. Mhm. Mit Himbeeren, ja. Mhm. Gibt es auch oben noch einzeln, wenn jemand nicht gemischt möchte. Ne? Okay. Das sind Kirschen vom Aldi. Ja. Ganz was Spezielles. Gut, bei uns gibt es, habt ihr draußen gesehen, am Fluss könnte es sein, dass welche
zu finden sind am Radweg und so. Und noch was ein Bärlauch-Pesto. Oh, das riecht gut. Ja, habt ihr welche gegessen. Rest, ja. Ja, super. Ah, da ist diese Masse da, ja. Okay, dann sind wir da. Wer hat das? Chlorella? Oder ist das überhaupt deines? Ist was anderes drin? Gekeimte Sonnenblumenkerne. Ah, okay. Ah, ich habe ja auch noch so viele Sprossen, genau. Die habe ich jetzt nicht rausgetragen. Gekeimte Sonnenblumenkerne. Ja. Das esse ich dann gerne mit Zwiebeln, Tomaten oder Gurken. Und dann habe ich noch Marinade. Sehr schön. Ich muss dann auch noch Sprossen rausholen. Das habe ich bei Orkus bestellt. Ich wollte eigentlich Nori, habe ich geglaubt. Die heißen Ao Nori. Und die schmecken total gut, so salzig. Ja. Also nicht, dass ihr jetzt was Süßes wollt. Dann, wer hat da diese schönen süßen Sachen da? Die haben wir gestern in Wien beim Dancing Shiva und bei der Simply Raw Bakery haben wir diese Pralinen da besorgt. Und das Rohkostbrot ist vom Dancing Shiva. Das einmal, hier da? Einmal mit Hanf und da drüben ist das mit Buchweizen. Aha, warte mal da. Ah, okay. Na, weiter kommen wir noch hin. Ich gehe einfach so der Reihe nach. Und was ist das? Genau, das ist das Hanfbrot von Dancing Shiva. Okay. Und das da drüben haben wir selbst gemacht. Das ist fermentierte Kokosnuss mit gekeimten Buchweizen, Keimling gedörrt. Da hast du schon eine himmlische Phase gehabt oder so, genau. Gell? Okay. Da ist eine Irish Moss Torte, die ist von mir. Da ist mit Datteln gesüßt. Und also kein Kokosöl ist da drinnen. Ja? Und das sind nochmal so schöne Pralinen. Ja. Auch von Raw Bakery, oder? Genau, von der Simply Raw Bakery. Ist gemischt. Ja. Die runden sind von Dancing Shiva und die anderen sind von der Simply Raw Bakery. Okay. Und da eine Wassermelone, da hast du schon geschwärmt davon. Ich habe noch drei draußen. Das sind die, wo gibt es die gerade? Hofer. Hofer, okay. Und Nektarinen und Äpfel. Äpfel Topaz. Topaz. Hafnerbach. Und dann, wer weiß, was das ist, wird schon entdeckt. Das ist der Jakon. Jakonwurzel. Aus deinem Garten? Nein, die noch nicht. Und die hier da, die habe ich mir jetzt einmal frisch dann noch geholt. Und das ist eine geschälte, damit es, also ihr könnt es auch mitprobieren oder ohne. Dann hier von Orkus habe ich da Avocados, die habe ich zugelassen, das könnt ihr dann auch nehmen. Von wem kommt da? Von mir. Ja, Bananen. Wie heißen die? Saturn-Pfirsiche, ne? Und das sind Marillen. Pfirsiche, oder? Ja, genau. Ja, Saturn oder Wein. Die Weinbergpfirsiche gibt es auch ganz kleine, die sind total intensiv, die nennt man auch Weinbergpfirsich. Und die sind so, ja, die nennt man auch oft so. Das sind Kirschen auch. Ja, Kirschen, die sind von Zürich. Ja, ja. Und du hast da noch ein Special? Also, Chiasamen mit selbstgepflückten Steinbirnen und Riebeln von meinem Garten, Äpfeln, Lindenblüten sind drinnen, Pfefferminze und Melisse. Na boah. Ist das fester oder? Ja, es ist schon fester. So, okay, da braucht man einen Schöpfer, oder? Ich glaube, ein bisschen Besteck werden wir uns holen. Sesam oben drauf noch und etwas Zitrone. Aber sonst kein Dressing oder so. Nein. Okay, sehr gut, ja. Ja, das ist ein Sauerkrautbrot. Also, das habe ich letzte Woche noch gemacht. Ich habe jetzt nicht so. Ah ja, und das. Das hast du doch mit Leinsamen, oder? Ja, Leinsamen. Ja. Leinsamen und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Pistazien habe ich ein paar reingegeben. Ja, hauptsächlich halt Sauerkraut. Und das ist ein Käse, da sind auch richtige Käsebakterien drinnen, also von gestern auf heute halt, also eher so, du hast gesagt, topfig in der Richtung. Aber es ist salzig, also es ist aber Basis von Irish Moss. Irish Moss ist drinnen und wirklich, also okay. Ja, richtige, ich zeige es euch dann. Okay, Irish Moss habe ich. Ja. Also, wer nicht, Wasser ist drinnen und Cashew ist drinnen. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, Eiweißmasse, genau. Ich habe inzwischen auch wieder einen Blutbefund machen lassen. Was mich erstaunt ist, dass ich bei einer durchschnittlichen Einnahme von 22 Gramm Fett am Tag doch über Wochen, also im Durchschnitt, Cholesterin von 177 hatte,
wundert mich doch ein bisschen, dürfte aber auch damit zusammenhängen, was ich sonst aufgrund der Operation wohl eingenommen habe. Zu den Blutwerten werde ich in Kürze ein eigenes Video machen. Hier sieht man nur, die Leberwerte sind aktuell auch ganz in Ordnung und auch der Hormonstatus. Hier werde ich aber in Kürze was Eigenes noch dazu erstellen. Im Moment blühen die roten Lindenblüten, die duften und sie schmecken wunderbar. Und an all jene, die das noch nicht kennen, die Empfehlung, sie schmecken wirklich köstlich, sie sind süß, sie duften gut, nur ein bisschen aufpassen wegen den Bienen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein kleiner Einblick, wenn es einmal anders ist als normal. Ich freue mich über ein Gefällt mir und natürlich über das Abonnieren. Bis bald, Servus!